vielleicht noch ein anderer Grund, warum sich das einfach abfangen lässt, wenn man hier die Kontrolle verliert. Vielleicht fahren wir ja auf schwachen Bodenhaftungseinstellungen. Das könnte noch ein Grund sein. Aber auch nicht schnell. Zu sehr quer gestanden, nicht früher schalten oder vom Gas gehen müssen. Jetzt habe ich mir natürlich die anderen Zeiten nicht gemerkt. Mein Hirn ist wie ein Ringbuffer mit nur einem Speicherplatz. 50334, ist das gut, ist das schlecht? Man weiß es nicht.
Nein! Fuck, fuck, fuck! Nein! Fuck it, dudes. So unnötig, das war richtig gut davor. Ich habe mich richtig konzentriert. Wir fahren es jetzt trotzdem mal zu Ende, ich möchte die Zeit wissen. Wir haben ja bislang noch nichts verloren. Ja, jetzt haben wir was verloren. Okay, brauchen wir auch nicht mehr zu Ende fahren. Scheiße. Schluck trinke. Mann, das war 100% nicht schlecht. Ich hatte ein gutes Gefühl, ich bin gut durch die meisten Kurven durchgekommen. Karussell war von Anfang an schon nicht gut. Das hat mir nicht gefallen und dann am Kurvenausgang-Karussell, ja. Was soll ich groß sagen? Ihr habt's ja gesehen. Skill. Pure Skill. Tja, jemand, der zweimal GT5 Platin hat, der weiß halt, wie man ein Fahrzeug in GT5 zu führen hat. Ist halt alles irgendwo eine Gewöhnungssache. Scheitelpunkt verpasst, aber die Zeit ist etwas besser. Hier hatten wir vorhin eine 50-3-3. Ich glaube, das ist so ungefähr die Zeit, die wir vorhin auch hatten. Dadurch, dass ich da die eine Kurve ein bisschen zu weit rausgekommen bin, haben wir sicherlich Zeit verloren. Shit, Mann. Das ist halt das Blöde an dieser Strecke, dass sie so fucking lang ist. Mann, das nimmt mir so ein bisschen die Motivation, immer wieder eine neue Runde anzufangen. Wenn du genau weißt, entweder ich fahre da jetzt fast 9 Minuten am Stück das Ding durch und schaffe es vielleicht, oder ich schaffe es halt nicht. Dann musst du halt überlegen, lohnt es sich vielleicht, das Rennen irgendwo in der Mitte abzubrechen, weil du einen Fehler gemacht hast. Und das meine ich jetzt nicht so bei einem Fehler, der eine Runde ungültig macht. Ich meine, da ist es relativ einfach, da wird man in den meisten Fällen abbrechen. Es sei denn, man möchte ungefähr wissen, wie seine Zeit überhaupt ist. Ich war noch nie im Ziel, ich habe keine Ahnung, wie schnell ich bin. Vielleicht bin ich ultra langsam und schaffe vielleicht eine 8,55,7 oder so. Also so gerade eben eine Silberzeit, obwohl ich mich mega schnell fühle. Das war wieder wesentlich langsamer zum Beispiel. Wesentlich langsamer als davor.
Die Frage ist, wird sich das jetzt in der nächsten Zeit niederschlagen? Die kommt jetzt und ja, deutlich. Fast eine Sekunde langsamer als gerade eben. Aber was heißt das schon? Ja, wir sind jetzt in dem zweiten Sektor, ist das, glaube ich, oder die zweite Abschnittszeit. Ich weiß nicht, ob das hier auch Sektoren sind auf dem Ring. Auf jeden Fall, ne, das war eine Zwischenzeit von was weiß ich wie viel. Und du fährst irgendwo immer schlechter als sonst. Ich verstehe auch nicht, warum der mir hier in der Kurve den zweiten Gang empfehlen will. Ich meine, ich fahre da im oberen Drehzahlbereich des dritten lang, ja? Wie soll ich denn da einen zweiten schalten können? Unverständlich. Kennt ihr das, wenn ihr so langsam Kopfschmerzen kriegt, die so von den Augen kommen, weil ihr die ganze Zeit die Augen so konzentriert, so, ich muss mich konzentrieren, darf nicht blinzeln, muss Augen anspannen und auf der Strecke halten. Hier bremse ich zum Beispiel immer wieder, weil ich hier Angst habe rauszukommen. Das geht viel zu schnell, da bist du ein bisschen zu schnell und pow, bist du aus. Da bremse ich da halt ein bisschen. Ist mir lieber. So, auf ins Karussell.
Ich könnte jetzt einen ziemlich lowen Spruch bringen, der da wäre: Das Karussell war da und hoffentlich ist die Kirmes auch nur aus dem Karussell bestehend und nicht noch aus Autoscooter. Aber das ergibt weniger Sinn, weil wir nur alleine hier fahren. Und wenn ich das jetzt irgendwie in einem Community-Rennen sagen würde, dann wär's cool. Also ihr habt's nicht gehört und den bringe ich dann nochmal und dann lacht ihr alle. Machen wir das so wie im Fernsehen. Da wird einem dann vorher gesagt, ey, an dem und dem Bereich, ja. Und wenn er dies und das sagt, dann klatscht er. Ist echt so. Also war zumindest bei Schlag den Star so. So, bis hier bin ich noch nie fehlerfrei durchgekommen. Triff du, triff du, triff du. Schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Da dachte ich, den vierten kann ich irgendwie noch höher ziehen. Kommen nur noch ein paar Kurven, jetzt lasse ich mich verführen, irgendeinen Fehler zu machen. Noch eine Minute bis Gold. 7,49, wie viel hatte ich vorhin? Ich weiß es nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, der Puls geht aber langsam hoch. Gold oder Silber oder Bronze, was wird es werden? Noch 30 Sekunden für Gold. Da sehen wir die Ziellinie. Noch 15, 14, 13, 12, 11, 10. Woo! Neuer Rekord. Veranstaltungsrang 746. Junge, Junge. Erster Versuch, der durchgekommen ist und zack, weltweit in die Top 1000 gefahren. Ja, so macht man das, ja. That's the way a Trof do does this shit, ja. That's how it's done. Ja, speichern. Erstmal Wiederholung speichern. Geil, Leute, geil. Das war eine ganz gute Runde. Und 3,5 Millionen, das wären 7 Millionen gewesen. Egal, ich brauche hier eh kein Geld in dem Spiel, weil ich es eh nicht mehr spielen werde. Glückwunsch, Sie haben das Event mit Gold abgeschlossen. Sie erhalten ein Spezialticket, dies, das. Noch ein Spezialticket. Noch ein Spezialticket. Einmal die volle Wagenkür. Kür, alles. Guckt mal, wie viele Wiederholungen ich hier habe. Das ist unglaublich. Oh, die habe ich auch noch von der Eiger Nordwand. Ach, wie oft ich schon darüber erzählt habe. In GT6. Krass, die müsste ich eigentlich alle mal einzeln aufnehmen und als Videos hochladen, ne? Also, halt als Wiederholung. Krasser Shit, so Online-Rangliste. Der erste, Alter, wie kann man eine 8,17 fahren? Das ist ja unglaublich. Eine 8,17, Junge. Was ist das für eine Zeit? So, Freundesrangliste. Kano noch vor mir, und zwar auch nochmal ganze 3,5 Sekunden. Vielleicht setze ich mich da nochmal hin und versuche ihn zu schlagen. Das würde ich aber dann erst vor dem GT5 Community-Rennen machen. Wann das genau ist, dazu guckt am besten nochmal in die Videobeschreibung oder in die Kommentare. Wahrscheinlich am 29.05. abends, wahrscheinlich so ab 8.
Genauere Informationen findet ihr wahrscheinlich unterm Video und auf jeden Fall im Forum troftu.de/forum oder forum.troftu.de. Damit verabschiede ich mich jetzt. Es war eine wunderschöne Folge Gran Turismo 5. Ich muss mich immer wieder anstrengen, das Richtige zu sagen, nicht jetzt Gran Turismo 6 oder so. Richtig ärgerlich wäre es natürlich, wenn man eine 845036 fährt wie R8-Proto. Ganz knapp an Gold vorbei. Das ist natürlich richtig bitter, so knapp vorbeizufahren. Haben wir alles schon mal erlebt in GT5. Da, wo die Sachen noch relativ schwer waren. Ich weiß nicht, was mich in GT6 noch erwartet. So spezialveranstaltungsmäßig glaube ich eigentlich, kommt da nicht mehr relativ viel außer Markenrennen und Kaffeefahren. Goodwood war zwar cool, aber Goodwood ist auch zum Beispiel kein Ersatz für die ganzen AMG-Rennen, die wir auf der Nordschleife verbringen durften. Gut, mit diesen Worten verabschiede ich mich mal. Ich bin einmal weg und vielleicht sieht man sich ja dann beim GT5 Community-Rennen vor der Serverabschaltung. Bis bald.